Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Black Friday naht und genau das ist der Grund für viele Online-Shops und auch Hersteller, schon im Vorfeld, also in den Tagen davor, mit etlichen Prozenten um sich zu werfen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und genau aus dem Grund versuche ich immer in diesem Zeitraum Investitionen, die ich nicht unbedingt sofort tätigen muss und die sich so ein bisschen schieben lassen, ja auf diese Woche oder auf diese Tage zu legen, weil man da echt nochmal sparen kann. Ihr seht hier so ein bisschen Zubehör, zum Beispiel meine Kamera, Stative, Objektive im Speziellen, aber auch Speicherkarten bzw. USB-Festplatten zum Beispiel versuche ich immer in diesem Zeitrahmen zu kaufen, wenn es denn möglich ist. Im letzten Jahr habe ich unter anderem einen Kaffeevollautomaten von Siemens gekauft. Der war wirklich, wirklich preislich attraktiv und aus dem Grund war ich auch heute wieder bei Amazon unterwegs und habe in dieser Black Friday Week mal diese gesamten Angebote durchgestöbert. Das hat wirklich einiges an Zeit gekostet und ich bin hängen geblieben bei so guten 20 Produkten und die möchte ich gerne mit euch teilen. Ich zeige euch aber auf der anderen Seite mal ein Tool, das ich recht häufig verwende. Und zwar nennt sich die Webseite camelcamelcamel.com. Keine Kooperation oder so, aber ich nutze das wirklich privat sehr häufig. Und zwar kann ich dort einfach einen Artikel, den ich bei Amazon gefunden habe, die URL kopieren, trage die dann bei camelcamel.com hier oben einfach in dieses Feld ein, klick auf Suchen und bekomme dann einen sehr, sehr guten Indikator, wie sich der Preis in den letzten Tagen oder Wochen, teilweise auch Monaten, je nachdem wie lange das Produkt schon gelistet ist, entwickelt hat, sodass man einen guten Überblick bekommt, ist das preislich überhaupt attraktiv oder ist der Artikel vielleicht in den letzten Wochen extra hochgepusht worden, um ihn jetzt wieder zu rabattieren und solche Sachen. Das kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Und ansonsten schaue ich immer ganz gerne auch bei idealo.de mal nach einem Produkt, weil da werden ganz viele Online-Shops durchforstet. Das ist auch immer recht aktuell und da bekommt man ebenfalls einen sehr, sehr guten Überblick. Und das habe ich mit den ganzen Produkten, die ich euch gleich vorstelle, auch schon getan. Und für mein Dafürhalten sind die preislich auch nach dieser Gegenkontrolle immer noch sehr attraktiv. Beginnen möchte ich mit einer Kamera und zwar mit der Sony A6400. Die wird hier inklusive kleinem Kit-Objektiv, hier seht ihr es, für 875 Euro angeboten. Wie ihr unschwer auch oben schon erkennen könnt, habe ich diese Kamera exakt zweimal gekauft. Eine hängt über mir, eine steht links neben mir. Das sind nämlich die beiden Detailcams, die ich habe, um euch hier meine Artikel zu präsentieren. Und ich bin extrem zufrieden damit. Sicherlich gibt es gerade bei der A6600, das ist sozusagen der größere Bruder von dieser Kamera, ich nehme das mal hier runter, dann noch so ein paar kleinere Vorteile. Zum Beispiel ist hier ein Bildstabilisator drin verbaut in der A6600, den hat die 6400 eben nicht und der Akku ist auch extrem viel größer. Aber ich würde mal sagen, Preis-Leistung für die meisten von euch ist die A6400 eine ganz hervorragende Kamera und zu dem Preispunkt hier für 875 Euro kann man so überhaupt gar nichts sagen. Konzept ist gleich, ich kann das Display nach oben klappen, um mich im Selfie-Style selbst zu sehen. Habe natürlich die Wechselobjektive. Ich kann hier alle möglichen Objektive, hier seht ihr es, dran schrauben, austauschen etc., weil darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Und das ist ein Artikel, den, wie ich finde, für 875 Euro kann man da ohne Zweifel zuschlagen, weil diese Kamera auch von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung erhält. Ich verlinke euch das und auch alle anderen Produkte mal unten in der Videobeschreibung. Dann das dazugehörige Objektiv ist im Moment auch stark rabattiert. Ihr seht, auch das habe ich zweimal gekauft. Das hängt einmal hier oben dran. Das andere ist immer in meiner Kameratasche, wenn ich mit meiner A6600, ich habe noch diverse andere Sonys unterwegs bin, weil das ein wunderbares Allround-Objektiv ist. Sicherlich kann man für spezielle Anwendungsfälle auch über andere Objektive nachdenken. Aber das hier ist, wie ich finde, ein schöner Allrounder. Der ist stabilisiert, da ist ein Bildstabilisator drin. Das Objektiv hat eine durchgehende Blende. Das heißt, wenn ich beim Filmen zum Beispiel zoome, dann ändert sich die Blende darin nicht. Das macht auf jeden Fall meiner Ansicht nach Sinn. Und ansonsten ist es auch super hochwertig verarbeitet. Ich habe einen angenehmen Brennweitenbereich. Also damit kann man eigentlich alles wunderbar abdecken. Ist auch rabattiert für 389 Euro. Ein sehr guter Preis, wie ich finde, würde ich bedenkenlos zuschlagen, wenn ich nicht schon zwei davon hätte. Dann haben wir den nächsten Tab, den Echo Dot in der vierten Generation. Da macht Amazon ja immer was ganz Spezielles. Und zwar wird meistens um diese Black Friday Tage herum der Artikel teilweise sogar so günstig verkauft, dass sie dabei drauflegen, einfach um die Marktverbreitung so ein bisschen zu fördern. Ich glaube, ich habe tatsächlich alle unsere Echos, bis auf diesen Echo Show, gekauft in genau solchen Aktionen, weil sie da unfassbar preiswert sind. Wenn ihr da also für andere Räume noch irgendwelche Echos braucht, beziehungsweise vielleicht ganz neu in dieses Thema einsteigen möchtet, ist man hier mit 29,24 Euro für so einen neuen Echo Dot mit Sicherheit enorm gut bedient. Schaut da mal rein, falls ihr sowas nicht habt. Kann durchaus eine Bereicherung sein.
sein. Wir hören da zum Beispiel über diese Echos im ganzen Haus Musik mit Amazon Prime Music gekoppelt zum Beispiel. Das funktioniert ganz hervorragend. Dann habe ich den Sony WH-1000XM3 herausgesucht. Das ist ein ganz hervorragender Kopfhörer, der jetzt preislich nochmal ordentlich gefallen ist. Ihr bekommt hier für 200 Euro einen Noise-Canceling-Kopfhörer, der wirklich in einer ganz, ganz hohen Liga spielt, der absolut zu empfehlen ist. Und da habe ich auch bei Idealo und Koma gegen verglichen. Gerade der ist preislich in der letzten Zeit nochmal ordentlich gefallen. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling seid, dann ist das sicherlich ein Angebot, wo ihr mal reinschauen könnt. Auch das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. So, dann haben wir einen meiner Lieblinge. Und zwar ist das der Fire TV Stick 4K. Es gibt den auch in Light und in nicht 4K. Dann ist der ein paar Euro preiswerter. Wenn ihr mich fragt, lohnt sich dieses Upgrade auf die 4K-Variante hier für 30 Euro, aber absolut. Selbst wenn ihr jetzt keinen 4K-Fernsehen habt, das Ding hält in der Regel wirklich lange. Und irgendwann kauft ihr vielleicht mal ein anderes Fernsehgerät und dann müsstet ihr diesen Stick wieder neu anschaffen. Also ihr seht selbst, ich habe den gekauft in 4K. Das ist ja noch gar nicht so lange her und habe, glaube ich, an die 60 Euro sogar dafür bezahlt, paar 50. Also der Preis ist auch hier wirklich gut. Wenn ihr da noch nichts habt, könnt ihr euch hier mit versorgen und seid dann für die nächsten Jahre erst einmal sicherlich glücklich. Ja? Und das hier ist der normale Fire TV Stick. Ihr seht es hier, 24,36 Euro zu 29,24 Euro. Steht für mich in keinem Verhältnis. Ich würde auf jeden Fall zu der 4K-Version greifen, um einfach zukunftssicher zu sein an der Stelle. Dann haben wir einen kleinen Ständer, der ist von Ugreen. Hier seht ihr das. Das ist, ich habe hier das gleiche Produkt im Grunde einmal von Anker. So sieht es aus. Das ist, das kann man ganz klein zusammenfalten. Habe ich häufig, wenn ich auf Geschäftsreisen bin, in meiner Notebook-Tasche mit dabei. Das kann man dann einfach vom Winkel her beliebig einstellen, wenn man hier auf der Seite drauf drückt, wie ihr seht. Und da kann ich jetzt mein Smartphone, mein Tablet und Co. reinstellen. Zum Teil auch, wenn ich mein Tablet hier draufstelle mit externer Bluetooth-Tastatur, tippe und so. Wunderbare Sache für am Schreibtisch. Das kostet jetzt hier 9,59 Euro und ich kann nochmal einen 5% Rabattgutschein einlösen. Also sowas ist universal einsetzbar. Möchte ich nicht mehr missen, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich eine Festplatte von WD Elements gefunden. Das ist wirklich eine ganz normale, große Festplatte mit externer Stromversorgung, die aber richtig viel Speicherplatz bietet. Ich habe damals die 14 Terabyte Variante bei dem Black Friday irgendwo gekauft gehabt. Dieses Mal ist die 12 Terabyte Variante im Angebot und für 179 Euro habt ihr 12 Terabyte an Festplattenplatz. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt live meine Videos drauf schneiden würde, während die Festplatte angesteckt ist. Das macht man eher mit SSDs oder anderen schnellen Festplatten. Das hier ist aber einfach eine preiswerte Lösung, um dann doch mal Material auszulagern, was man nicht wegwerfen will, was vielleicht auch nicht so kritisch ist, wenn die Festplatte mal stirbt, dass ich es irgendwo nirgendwo sonst noch gebackupt habe. Das ist wirklich so, ich sag mal, ein Datengrab für mich, wo so die letzten YouTube-Projekte drauf liegen, auf die ich vielleicht nochmal zugreifen möchte. Wenn die weg wären, wäre es aber auch nicht maximal tragisch. Und dafür nutze ich das und auch hier der Preis ist sehr attraktiv. Kann ich euch nur empfehlen. Davon habe ich mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Festplatten immer in diesen Black-Friday-Zeiträumen irgendwann gekauft, die letzten Jahre. Kaputt gegangen ist noch keine und da liegen diverse Projekte von mir drauf. Da kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Dann habe ich hier einen kleinen Anker-Speaker gefunden. Auch der ist in der schwarzen Farbe für 27,99 Euro zu erhalten und nicht wie ansonsten für 39,99 Euro. Die anderen Farben, seht ihr, sind auch teurer. Da haben wir den Vorgänger von, beziehungsweise meine Frau hat den davon und der lebt schon seit diversen Jahren. Der läuft noch wie am ersten Tag. Sound ist, wie wir beide finden, sehr, sehr gut. Akkulaufzeit ist sehr, sehr gut. Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut. Kann man nichts drüber sagen. Für 27,99 Euro in der Universalfarbe schwarz, wenn ihr da kein Problem mit habt, sicherlich ein ganz hervorragendes Produkt. Den haben wir nicht selbst, sondern den Vorgänger. Aber ich attestiere jetzt einfach mal, dass der nicht schlechter geworden ist. Von daher sicherlich ein guter Deal, den ihr hier machen könnt. Dann sind das hier meine SD-Karten der Wahl. Da habe ich bestimmt mittlerweile 5, 6, 7, 8 Stück rumfliegen. Werde mir jetzt nochmal 2 nachbestellen. Und zwar sind das hier so ganz normale SanDisk. Das sind die schnellen Extrem Pro in 128 GB. Die sind auf meine diversen Kameras verteilt. Das gleiche Gegenstück in MicroSD habe ich dann auch für meine
meine Drohnen, Action-Cams und Co. Da meistens aber mit 256 GB sogar. Und die sind jetzt hier mit 24,99 € in einem akzeptablen Bereich. Ich glaube, die sind jetzt nicht nochmal maximal stark gefallen, aber auf einem Allzeit-Tief. Und von daher denke ich, kann man auch hier gefahrlos zugreifen. Mir ist noch nicht eine dieser Karten im Laufe der letzten Jahre kaputt gegangen. Mal abhanden gekommen. Einmal ist mir was runtergefallen. Die Karte ist deswegen geknickt. Das war mein Verschulden, aber so für sich genommen ist da noch nie etwas defekt gewesen etc. Von daher kann ich auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Das gleiche gilt für eine WLAN-fähige Steckdose, in dem Fall jetzt von TP-Link. Ich habe das Vorgängermodell, also hier diese normale Variante, die hier, die habe ich aktuell an meiner Klimaanlage dran. Die gibt es auch nochmal in einer Option mit Stromverbrauchsmesser. Genau aus dem Grund hängt die da nämlich dran. Der Vorteil hieran ist, ihr braucht keine Bridge oder sowas, sondern das Ding hat einfach WLAN. Ihr koppelt mit einer App, die nennt sich Kazaa, diese Steckdose per WLAN in euer ganz normales Wireless-Netz mit rein und habt dann die Möglichkeit, über die App diese Steckdose zu steuern. Ihr könnt da auch Zeitprofile hinterlegen, um irgendwie automatisch was ein- und ausschalten zu lassen. Und ihr könnt das Ganze in Google Home und in Amazon A, ihr wisst schon, integrieren, um auch Dinge per Sprache zu automatisieren. Preislich, wie ich finde, attraktiv. Mit 13,90 € macht man hier nicht so viel falsch. Das Ding habe ich jetzt schon seit Ewigkeiten, hier diese normale Variante, das läuft immer noch wie am ersten Tag, kann ich auch wärmstens empfehlen. Sicherlich ist der Funktionsumfang so ein kleines bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich sehr, sehr gutes Produkt, wie ich finde. Das hier habe ich jetzt nochmal rausgesucht, das ist eine Alternative zu diesem Tabletständer. Ihr seht, den kann ich auch nochmal in der Höhe frei positionieren, um dann zum Beispiel unten besser, seht ihr hier, das Lightning-Kabel einstecken zu können am Tablet, beziehungsweise kann ich den grundsätzlich in der Höhe ein bisschen justieren. Der kostet, glaube ich, jetzt ein paar Euro mehr als der andere, den wir eben hatten, aber das wäre eine ganz gute Alternative dazu. Dann haben wir eine Uhr, und zwar eine Amazfit-Uhr. Eventuell habt ihr das gesehen. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz ein bisschen sauber putzen. Das ist meine Amazfit T-Rex. Die habe ich euch auf meinem YouTube-Kanal schon vorgestellt und sogar zwei davon verlost. Und der gleiche Hersteller hat die Amazfit GTS, das ist diese hier, die im Grunde genauso aussieht wie eine Apple Watch und die gleiche Funktionalität hat, wie die, die ich hier schon vorgestellt habe, die T-Rex. Das heißt, wer eine Smartwatch sucht im Apple Watch Layout und gleichzeitig aber auch nicht die maximalen Anforderungen hat, alle möglichen Apps aus dem App Store nachzuladen, weil das ist eine kleine Einschränkung bei diesen Uhren. Die kommen genauso, wie sie sind und ich kann dann nicht mehr viel personalisieren. Ich kann damit aber meinen Sport tracken. Ich kann alle Anrufe, Nachrichten bekomme ich hier entsprechend per Vibration mitgeteilt und Dinge dieser Art. Also für die allermeisten, bin ich mir sicher, reicht das vollkommen aus. Und ich glaube, die liegt normalerweise so um die 120-130 € und die wird jetzt für 98 € angeboten. Sehr, sehr guter Deal, wie ich finde. Also wenn ihr sowas sucht, gerade in dem Layout bzw. in der Optik einer Apple Watch, dann seid ihr hiermit super bedient. Display aus meiner Sicht ist wirklich super, Verarbeitung ist super. Damit macht ihr so überhaupt gar nichts falsch. Das ist mein geliebter Anker PowerPort. Den habe ich bestimmt 5-mal im Haus verteilt. Allerdings die Variante, die auch noch einen USB-C-Steckplatz hat. Das ist jetzt die Option mit 5-mal ganz normalem USB, wo ich richtig schnell mit laden kann. Das heißt, ein kleines Kästchen, ich kann 5 Geräte parallel laden. Allein hier im Studio habe ich 2 davon verteilt, um meine diversen Dinge, Dauerstrom auf die Kamera zum Beispiel, meine Funkmikrofone immer per Akku voll zu halten etc. Da kommen die zum Einsatz. Mit Anker macht ihr grundsätzlich überhaupt gar nichts falsch und für 25,99 € aus meiner Sicht absolut auch nicht. Der nächste Artikel, den finde ich spannend und zwar habe ich hier damals, das ist schon uralt, von Spigen war das, glaube ich mal, wenn mich nicht alles täuscht, Spigen ganz genau, so einen Adapter, wo ich meine Apple Watch abends ans Bett einfach dran stecke, das heißt, hier kommt das Original Netzteil der Apple Watch rein, hält sich dann magnetisch oben fest, so steht die am Nachttisch und ich kann dann auch nachts irgendwie die Uhrzeit ablesen, wenn ich das mal wissen möchte und sie lädt eben parallel dazu auf und hier gibt es sehr schön von Lamical für 8,79 €, Knallerpreis, wie ich finde, sieht sogar aus Metall gefertigt aus, ein optisch sehr schönes, gleichwertiges Produkt wie das, was ihr hier gesehen habt, wo eure Apple Watch dann abends am Bett ihren Platz finden kann. Finde ich für 8,79 € super Sache. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, kennt ihr diese Kamera schon. Das ist die Reolink Go. Auch die ist nochmal sehr stark diskontiert. Das ist eine Kamera, wo eine SIM-Karte ihren Platz drin findet. Da ist ein großer Akku drin und ich kann parallel ein Solarpanel anbringen. Da habe ich auch schon Videos dazu veröffentlicht, wobei mir jetzt gerade so auffällt, dass da ein Fazit irgendwann mal nicht schlecht wäre. Aber dieses Teil ist der Knaller. Sehr, sehr gut. Da kann man, wenn ihr in
einen Pferdestall irgendwo habt oder, keine Ahnung, ein Ferienhaus, wo kein Internet ist. Irgendwas Outdoor, ohne große Versorgung, was Strom und auch Internet angeht und ihr da überwachen möchtet, dann ist diese Kamera dafür perfekt geeignet. Ihr schnallt die irgendwo hin, zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwie den Fortschritt von einem Hausbau überwachen wollt oder so. Solarzelle dran, der Akku wird immer schön aktuell gehalten und nachgeladen. Das klappt in der Praxis hervorragend und dann auch mit, ich habe eine Prepaid-Karte von der Telekom da reingepackt, habe dann sofort meine Live-Videos, sobald irgendwie Bewegung erkannt wird. Das klappt wirklich sehr, sehr gut, jetzt für 204,98 € zu haben. Klare Empfehlung, kann ich euch nur ans Herz legen. Dann haben wir meine GoPro Hero 9, die ich ja vor kurzem auch bei Amazon gekauft habe. Die ist jetzt, glaube ich, nochmal 30-40 € billiger, als ich sie vor ein paar Wochen bei Amazon selbst bestellt habe. Ich glaube, ein paar Monate ist es mittlerweile schon her. Die ist preislich jetzt nochmal ordentlich gefallen. Ich habe jetzt hier in meinem Fall noch den MediaMod drum, aber das ist die ganz normale Hero 9, die ihr hier bekommt. Die bekommt ihr grundsätzlich auf der GoPro-Webseite auch nochmal etwas preiswerter. Dann müsst ihr aber so ein Jahr kostenloses Abo bekommt ihr dann irgendwie dazu für GoPro Plus oder wie sich das nennt. Das sich danach aber wieder verlängert, wenn ihr es nicht kündigen würdet. Da müsst ihr schauen, ob ihr das wollt. Ich wollte das nicht. Ich wollte die Kamera ganz normal ohne dieses Probe-Abo von diesem GoPro Plus oder wie auch immer das heißt. Aber ich finde hier für 429,99 € macht ihr nichts falsch, weil das ist definitiv die beste GoPro, die ich je bei meinen ganzen Action-Cams hatte. Und ich habe diverse GoPros noch in meinen Schubladen rumliegen. Die hier ist einfach Akku-Bombe. Display vorne wirklich sehr, sehr gut. Display hinten super akkurat zu bedienen. Der Bildstabilisator hier drin ist einfach nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level wie alles, was davor der Fall war. Ich liebe dieses Teil. Definitiv die beste Action-Cam, die ich je hatte. Von daher ja, könnt ihr hier, wenn ihr das sucht, zuschlagen. Passend dann direkt mit ein paar Schutzfolien. Die werde ich gleich noch bestellen, um dann hinten auf das Kameradisplay nochmal so ein Panzerglas draufzukleben, dass das nicht unnötigerweise verkratzt. Für 7,19 € ebenfalls im Angebot. Dann haben wir ein kleines Mikrofon von Komica. Auch das habe ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal schon vorgestellt. Das nennt sich VM10-2. Das ist eine Alternative zum Rode Video Micro. Dieses Video Micro ist ein sehr bekanntes Mikrofon, das extrem viele nutzen. Da muss ich aber diesen Windpuschel extra dazu kaufen. Wenn ich ein Adapterkabel brauche, um es zum Beispiel an mein Smartphone anzuschließen, muss ich das extra dazu kaufen und all sowas. Und hier bekomme ich für 47,99 € ein komplettes Set. Und das nutze ich wirklich aktiv. Also ein Großteil meiner Outdoor-YouTube-Videos ist, bevor ich das Sennheiser-Mikrofon erhalten habe, mit diesem Komica-Teil gedreht worden. Und ich finde den Ton, der ist wirklich astrein. Auch wenn man sich bewegt, dieser kleine Schallabsorber, der hier drauf ist, also dass das mitschwingt, das Mikrofon, das klappt in der Praxis sehr, sehr gut. Ich sehe erstmal keinen Grund, warum das schlechter sein sollte als das Konkurrenzprodukt von Rode selbst. Also aus meiner Sicht könnt ihr hier für 47,99 € bedenkenlos zuschlagen, bekommt dann direkt ein Set mit allen Windpuscheln, mit Adapterkabeln etc., mit einer kleinen Tasche. Das macht Sinn. Genauso habe ich es damals auch gekauft und beziehungsweise bekommen und nutze es bis heute noch. Dann eines meiner Lieblingsstative. Ihr seht jetzt hier mal die erste Variante und zwar, das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist so ein richtiger Klassiker, das Manfrotto Pixie, ein wunderbar kleines Stativ, das man überall mit hinnehmen kann, für zum Beispiel mit so einem kleinen Adapter mit meiner GoPro oben drauf, nutze ich ganz, ganz häufig, um es dann unterwegs dabei zu haben, auch so als Selfie-Stick-Alternative zum Beispiel oder auch mit meinen größeren Kameras, steht richtig robust und stabil auf dem Tisch. Das ist die kleine Variante, da sind die Beine sozusagen fest und ich habe hier oben nur so einen Knopf, auf den drücke ich drauf, dann kann ich den Kugelkopf frei bewegen. Das gibt es jetzt für 15 €, extrem guter Preis, könnt ihr ohne Probleme zuschlagen. Das hier ist jetzt die Variante für 30 €. Hier seht ihr es, die Beine könnt ihr nochmal ausziehen. Das kann dadurch dann ein bisschen ja einfach höher stehen. So, das nutze ich auch teilweise häufig für bodennahe Shots. Und hier oben habe ich dann aber keinen Knopf mehr zum Draufdrücken, sondern ich muss wirklich drehen und kann dann den Kugelkopf bewegen. Und das ist ein Stativ, das ich sehr ja, lieb gewonnen habe, mit dem ich wirklich sehr häufig arbeite, kann ich euch aus dem Grund ebenfalls empfehlen. Und zu guter Letzt habe ich noch meinen Joby GorillaPod 5K. Das ist der stabilste, glaube ich, sogar der GorillaPods. Also das hier ist die Variante. Das ist sind die Kugeln hier aus Metall gefertigt und nicht aus Plastik. Deswegen kann auch so dieses typische Problem, dass die irgendwann brechen, diese Kapseln hier, eher weniger vorkommen. Das Teil habe ich schon richtig lange. Ihr seht, seit Dezember 2018 habe es seitdem regelmäßig im Einsatz. Das ist immer noch von der Haltbarkeit wie am ersten Tag.
ist ultra stark belastbar mit bis zu 5 Kilo. Da könnt ihr große Kameras dran packen. Ist dadurch natürlich auch ein bisschen schwerer. Aber wer sowas sucht, super, super stabil, so ein flexibles Teil, könnt ihr überall auf dem Gartenzaun irgendwie um Ast irgendwie so drum wickeln, die Kamera da befestigen für irgendwelche Überkopfaufnahmen obendrauf zum Beispiel oder an Ast drangehangen etc. Kostet 80 Euro. Ich habe damals, glaube ich, 30, 40 gezahlt. 2018 war das. Guter Preis, wie ich finde, für ein hervorragendes Produkt. Aus meiner Sicht macht ihr hiermit so überhaupt gar nichts falsch. So, das soll es aber gewesen sein. Das waren jetzt so um die 20 Produkte, glaube ich. Ich werde mal schauen, wenn jetzt am Black Friday nochmal was von DJI, von Insta360 oder GoPro oder auch bei Amazon ganz speziell gelistet wird, was preislich unfassbar attraktiv ist. Dann würde ich mich vielleicht morgen nochmal mit einem kleinen Update-Video bei euch melden und die heißesten Deals des Black Fridays mit euch teilen. Ansonsten hoffe ich, das war für euch ein bisschen hilfreich. Vielleicht war das ein oder andere mit dabei. Falls das so war, ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst, ich bin da transparent, das sind Affiliate-Links. Ihr zahlt keinen Cent mehr, ihr zahlt exakt den gleichen Preis und ich bekomme ein paar Cent Provision von Amazon. Das hilft meinem Kanal und mir sehr, um weiter ja, zu wachsen, um weiter zu investieren in neues Equipment, auch für euch, um die Videos besser zu gestalten. Und wie gesagt, ihr zahlt wirklich keinen Cent mehr dadurch. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zusehen. Würde mich, falls euch das gefallen hat, über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!